heute mal wieder ein ganz tolles Gerät für euch, eigentlich für mich. Ein Invictus X3, kabellos, beutellos, grenzenlos, machen sie immer Werbung mit. Und das ganze Teil in Pink. Musste natürlich meiner sein. Das Wichtigste ist wohl der Pink. Alles andere war völlig scheißegal, ob so der ist Pink. Und wir zeigen euch jetzt alles mal, was da drin ist, was man damit machen kann, zeigen wir euch im Anschluss. Aber ich packe den jetzt erstmal aus. So ihr Lieben, das ist jetzt ein Teil nur mit Grundausstattung, reicht mir aber völlig aus, um einmal durch die Wohnung zu gehen und alles mal zu saugen. Wir haben hier die Bürste, die auch schön pink leuchtet. Die ganzen Griffe sind pink. Guckt euch doch mal diese Teil an, 1,5 Kilo bloß schwer, also das kann jetzt wirklich jeder halten. Und dann in Metallic Pink dieser Saugschlauch, edel. Jetzt kann man noch wechseln, wenn man jetzt bloß mal irgendwelche Ritzen aussaugen will, hat man diese Teil noch mit bei und hat einen Haken, um das Teil an die Wand zu hängen, und man hat das Ladekabel und mehr ist da nicht bei. Finde ich toll. Ich brauche nicht lange überlegen, was ich wofür nehme. Ich will eigentlich meinen Boden saugen und eventuell mal die Ritzen an der Couch. Und zum Zusammenbauen, da braucht man sich auch nicht gerade erst die Bedienungsanleitung durchlesen, weil das passt nur, diese Teil hier passt nur da unten rein. Zack. Und diese Teil passt dann nur da oben rein. Also mehr ist da nicht. Hier oben drauf. So, und schon ist der Teil zusammengebaut, ohne groß Federlesen zu machen, ohne groß Bedienungsanleitung zu lesen. Und dann probieren wir den jetzt mal aus beim Saugen. So, und jetzt haben wir einen angestellt hier, der extra mal saugen kann. Wir probieren jetzt einfach mal aus, wie viel der wegsaugt. Ich habe eigentlich schon zweimal gesaugt heute. Mal sehen, ob er noch mehr Dreck rausholt. Weil eigentlich sagen sie ja immer, der holt den letzten Schmutz aus dem Teppich. Wollen wir mal gucken. Saugen wir mal. Ja, sehr lieb. Schön aussehen, wie der liegt. Wenn du den nachts betreibst, dann denken wir, fahren die UFOs. Hast du mir schon gesaugt? Ja, ich habe schon zweimal gesaugt heute und trotzdem ist aber was drin. Ja. So, und ihr seht, ich hatte jetzt hier schon zweimal gesaugt. Gut, wir hatten jetzt heute einen Haufen Leute hier. Aber trotzdem hat er wieder Schmutz da drin. Ist schon Wahnsinn, dass er doch noch was raussaugt, trotzdem jetzt schon zweimal gesaugt worden ist. Also Wahnsinn. Also Hunde sind kein Problem mehr. Nee. Die Hunde nicht. Super. Guck doch mal, was der schon wieder drin hat. Und jetzt kann man nämlich da oben einfach nur das, also die Bürste austauschen und diese Fugen... Bleib doch mal im Bild. Und schon hat man ein langes... Um nach oben saugen zu können. Du brauchst nur zwei Sachen austauschen. Einmal eben die Bürste ranmachen oder diese Teil. Mehr brauche ich immer ja nicht. Das andere ist alles viel zu viel. So, also wir haben jetzt getestet, haben für gut befunden, weil der so leicht ist. 1,5 Kilo musst du erstmal haben. Also wir hatten ja schon verschiedene andere im Test und die haben 2 oder 2,5 Kilo. Ist dann doch schon ein Unterschied. Den kann man richtig hochheben, um oben mal die Spinnweben abzusaugen. Und der schafft ganz schön Dreck weg, obwohl schon gesaugt war. Da muss man wirklich staunen. Jetzt hast du ein Spielzeug gefunden, ja? Und dann natürlich die Farbe. Ja. Das ist natürlich, also Pluspunkt ohne Ende. Also man kann auch wunderbar mit Ritzen aussaugen. Und von dem Kameramann die Ritze ist das nächste fällig. Also deine Fantasie möchte ich haben. Und kein Wunder, dass dein Kopf rot wird. Das ist, weil ich hier in der Heizung stehe. Ja. Ja, man kann ihn auch feststellen. Dieser Startknopf, den muss man normalerweise immer festhalten. Und bei ihm ist halt, du hast einen Knopf, den machst du runter und dann kannst du alles loslassen. Und ganz normal so irgendwie, ohne dass du immer gedrückt halten musst. Ja, für was auch immer, aber ist eigentlich, sonst kriegst du irgendwann einen Krampf im Finger. Und du musst nicht ewig festhalten, sondern kannst einen Knopf feststellen. Genau, dieser Feststellknopf ist schon gut. Also da hatte ich auch schon andere, die,
die man eben festhalten muss und dann ist das schon ganz schön schwer nach ein paar Minuten. Und reinigen oder den Schmutz jetzt rausmachen ist wie bei allen anderen. Hier ist so ein Knopf, dann geht der Deckel auf und dann kann man es rausmachen. Du kannst es natürlich hier vorher abmachen und über dem Mülleimer oder über eine Aschtonne, Mülltonne eben säubern. Du kannst das Innere alles auswaschen und trocknen lassen. Also das ist wie bei allen anderen, aber der ist eben schön und handlich und praktikabel. Also ist schon ein tolles Teil. Kann man nur empfehlen. Und eine Sache ist noch, man kann den eben überall hinstellen. Wenn man jetzt der Meinung ist, man muss irgendwo was aufheben, stellst ihn hin und hast ihn eben immer wieder griffbereit. Kannst ihn überall in eine Ecke stellen, brauchst ihn gar nicht hier anhängen, sondern kannst ihn überall hinstellen, um immer wieder griffbereit und saugfähig zu haben. Und was noch wichtig ist an dem Gerät, wir haben da sogar noch einen Abluftfilter, also was an Luft rauskommt, wird durch diese Teil nochmal gefiltert. Also da ist jetzt wirklich an alles gedacht und praktisch, einfach, leicht, mehr kann man dazu ja nicht sagen. Also Invictus ist schon ein toller Sauger und Genius macht eigentlich alles, tolle Geräte, ob das Töpfe oder Pfannen sind. Den Akku kann man rausnehmen, kann man auswechseln, kann man separat laden oder im Gerät laden und du kannst eben, wenn der Akku mal hin ist, irgendwann, ich weiß nicht wie lange der hält, kann man den austauschen und neuen reinmachen. Super. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, also dieses Licht, wenn man den anmacht, dann leuchtet der in die dunkelsten Ecken, wenn man jetzt zum Beispiel unterm Schrank saugt. Würdest du mal anmachen? Geisterbahn. Ja, wenn man unterm Schrank saugt oder unterm Sofa, dann kann man sehen, ob da was liegt und ob es weg ist. Ist wirklich praktisch, weil, das ist mir bei anderen Saugern auch schon aufgefallen, dann sieht man wirklich den Schmutz liegen, den du auch bei Tageslicht ja nicht so richtig siehst, aber mit dem Licht schon. Du willst ja nicht wieder aus der Hand nehmen, wa? Das hast doch, du ein schönes ist Spielzeug das gefunden, ist ja. Das für Frauen. Ein Frauenwerkzeug. Genau, Frauen gehören ja schließlich in die Küche und Frauen an die Macht, sag ich immer. Macht Essen, macht sauber. Das andere behalten wir jetzt für uns.